Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Schwarz 2 Part. Mir ist gerade aufgefallen, ja, ihr seht by the way hier mein Team, ist auch im Rahmen eingeblendet. Ich gehe auch ganz kurz die Pokémon durch. Wir haben Doppelkick, Psychoschock, Donnerschlag, Glut auf Effern, Knirscher, wir haben jetzt Kreuzschere neu auf Jonas, wir haben Psychoschock, Hydro-Pumpe, Aquabelle, Überflutung auf Rodeogal, wir haben hier nichts Neues, wir haben Sprungkick, Turmkick, Sprungfeder und Donnerschlag auf Solary und Windhose, Luftschnitt, Psychoschock und Hydro-Pumpe auf Rayquaza. Oh. Mir ist eben aufgefallen, ich habe im letzten Mal gar nicht darüber gesprochen, was ich mir zu Direct wünsche, aber ja, jetzt ist es sowieso zu spät, weil, ja, keine Ahnung, ich glaube jetzt darüber muss ich eigentlich auch nicht mehr darüber quatschen. Heutige Frage des Videos, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich die schon mal gestellt habe, aber ne, ich frage es einfach trotzdem, macht ihr irgendwelche sportliche Aktivitäten? Würde mich mal interessieren. Okay, wir holen uns hier das Tafelwasser ab. Auch hier wieder eine neue Arena. Sehr, sehr cool. Also halt neu im Sinne von anders als in Schwarz und Weiß. Also theoretisch gesehen neu. Ich habe alle Pokémon auf Level 35 trainiert. Die Level Cap ist tatsächlich 39, aber ich glaube 35. Ich glaube, das heißt, ich mache einfach mehr Schaden. Aber ich glaube, 35 sollte okay sein. Oder waren es 39? Ja, genau, 39. Also seine Pokémon sind 36, 36, 39. Ich denke, da bin ich mit Level 35 eigentlich ganz gut dabei. Ich sollte nicht zu überlevelt sein. Kann ich hier wieder zurück? Ja. Was passiert, wenn ich das hier... Okay, was ist jetzt passiert? Ich glaube, es hat mir einfach gar nichts gebracht, oder? Ach doch, diese lilanen Dinger verschieben sie. Ach, keine Ahnung. Die Arena hier war schon immer irgendwie ein bisschen kompliziert. Cool, aber kompliziert. Ja, auf jeden Fall ist heute unser Plan, die Arena zu machen. Oh, ihr überlebt es einfach. Die Arena zu machen. Und... Oh, Zipritz. Ich dachte gerade, er hat einfach noch einen Zipreise. Oh, der flincht mich. Wechsel ich raus. Ja, komm, ich geh in Jonas. Gehen wir in die Jonas. Und der gegen eine Funke gesprungen. Ja, der kriegt die Paralyse. Das ist sehr, sehr gut. Eigentlich ist es richtig scheiße. Und die Säurespeier bringt mir... Doch, ich habe jetzt seine Spezialverteidigung... Pass auf, ich habe seine Spezialverteidigung gesenkt. Jetzt gehe ich raus in Yuki. In fucking Rayquaza, Alter. Das sieht so nice aus. Also der Sprite, der ist halt 10 von 10. So, und ich weiß... Ach, ich bin so ein Opfer. Ich wollte gerade sagen. Und ich weiß, dass Yuki... einen sehr, sehr guten Spezialangriff hat. Besser als die Spezialverteidigung. Und dann gehe ich einfach für Psychoschock, was auf die physische Verteidigung geht. Ich bin auf jeden Fall ein Genie. Und ein Zickzacks. Er hat einfach drei Pokémon, die mit Z anfangen. Zipaise, Zebritz und Zickzacks. Also wenn das mal kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Und wenn ich jetzt mal nicht meine Pokémon heilgehe, dann weiß ich auch nicht. Also ich muss meine Pokémon auf jeden Fall heilen. Ja, die Arena... Ach, ich muss hier das Ding aktivieren. Die Arena hat es auf jeden Fall in sich. Und ich bin gespannt, wie gut wir hier durchkommen. Ich hoffe natürlich ohne Tod. Ja, ich habe jetzt Lupro erstmal auf die Box gepackt. Genau, und Paven habe ich erstmal auf die Box gepackt. Und dafür habe ich jetzt halt... Solary ist ja für Brian quasi reingekommen, weil Brian ist ja gestorben. Dann habe ich Rodeogal reingeholt und Yukis, genau, Yukis, Rayquaza. Und da habe ich halt noch Yuki drin. Ah, guck mal, die Dinger hier bleiben sogar aufgedeckt, das ist ganz cool. Was passiert jetzt nochmal, wenn ich das aktiviere? Safe aktiviert sich dann da oben irgendwas oder so und ich sehe es einfach nicht. Okay, ich gehe mal weiter nach hier oben, ja, gehen wir mal nach rechts, ne? Ja, nochmal nach rechts. Okay, hier kann man auch wieder was aktivieren. Mann, ich sehe das nicht. Okay, dann nochmal nach rechts, dann nach unten. Ich habe legit keine Ahnung, wo ich lang muss. Also ich laufe gerade quasi einfach nur so ein bisschen hin und her. Oh. Und hier laufe ich direkt in den Trainer rein. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe einfach hin und her und hoffe... Oh, ich habe Dings vorne, ne? Ich habe F von vorne. Ich könnte für Donnerschlag gehen, aber... Ich kann es auch lassen und ich gehe einfach safe in Maxi raus. Ja, wir haben leider, habe ich gesehen, nur Hydration auf Dings. Oh, nice. Nur Hydration auf. Auf allem Mauler.
Ist nicht ganz so cool, aber kann man mit leben, würde ich mal behaupten. Feuerfeger. Aha, nice. Endlich was Besseres als Glut. Holy shit. War nicht irgendwie, des Dings, mein Logok nur speziell offensiv so irgendwie? War da nicht irgendwas? Und ich glaube, ich habe nur physische offensive Attacken. Ich hätte auch einfach zweimal Psyshock einsetzen können. Das hat einfach überhaupt keinen Unterschied gemacht. Das will ich jetzt mal eben nachschauen. Ich glaube, irgendwie so war das. Irgendwie mäßiges Logok oder so. Locker. Nee, never mind. Dann habe ich nichts gesagt. Dann passen die Moves so. Hier drüben war ich schon, hier drüben war ich schon. Hier war ich noch nicht, aber es bringt einfach absolut gar nichts. Moment, ich will jetzt mal hier auf den Schalter drücken. Ich habe doch jetzt hier alles aufgedeckt, dass ich da was sehen sollte, oder? Ach so, ich kann mir bei den Dingern bloß angucken, wo ich lang gehe. Ach so. Ah, sagen wir das doch einer. Woher soll ich das denn wissen? Okay. Aha. Ja, und jetzt geht's hier lang. Oh, hi. Damit habe ich ja legit gerade nicht gerechnet. Aber ich würde sagen, wir gönnen uns einen Super-Trank auf Maxi. Leaden mit Yuki. Und ja, gehen rein in den Arena-Kampf gegen Tristan mit seinem Apokalyp. Ja, keine Ahnung, das ging dann doch irgendwie schneller als gedacht. Habe ich gesagt, 37, 39. Okay, ja, wir gehen mal hier für den Luftschnitt. Ah, der direkt ein Flinch. Yuki, du bist mein Man. Und dann bin, oh, jetzt kommen die Boosts. Okay, ja, meint. Und direkt der erste Kill. Easy peasy. Lasho King. Habe ich irgendwas dagegen? Nee. An Maxi kann ich eigentlich nicht so gut rausgehen. Wobei doch, ich gehe mal raus in Maxi. Reingeschmied. Ich würde ihn halt voll gern toxiken. Ich setze Toxin ein. Okay, geht für Engspiel. Bitte triff, bitte triff, bitte triff. Ich glaube, Toxin hat hier noch eine 100er Genauigkeit, ne? Okay. Und jetzt kann ich einfach raus auf Element Mauler gehen. Zen Headbutt. Ah, lol, der ist sogar physisch offensiv. Aber wir tragen auch einen Beulenhelm, tatsächlich. Ja, wir gehen für Aquavelle. Vielleicht kriegen wir sogar noch die Verwirrung. Ah, da ist halt ein richtig... Oh, krass. Der hat ordentlich reingebuttert. Ich meine, er ist halt plus fucking 4. Alter. Da gehen wir jetzt noch einen Übertrank. Okay, das ist Trank Nummer 2. Und er gönnt sich auch einen Übertrank. Aber das ist okay. Denke ich. Naja, ich gehe nochmal für Aquavelle. Verwirrung, 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 Verwirrung. Oh, er geht nochmal für Ränkeschmied. Der hat Bock. Das ist schlimm. Nee, er wird mich nicht killen. Auch nicht auf plus 6. Safe nicht. Ja, nice, okay. Dann kriegen wir den Kill. Alright, wir haben noch zwei Heiltränke offen. Ja, nämlich einen benutzt er 10, ja. Level 40? Als ob 3,3 schon aufgerundet wird. Was mache ich denn dagegen? Gehe ich raus in Effan oder in Yuki? Wir haben Luftschnitt auf Yuki. Ich gehe raus in Yuki. Rasierblatt, okay, es passt. Und Luftschnitt. Oh. Ich setze mal eine Top-Genesung ein, die wir haben. Grasmixer, okay, passt. Ja, ich glaube, der kann mir nicht viel. Genauigkeit sinkt. Das ist nicht so geil. Und er trifft einfach schon wieder sein Kack-Schlafpuder. Lockduft ist okay. Mein Fluchtwert sinkt, ist mir egal. Und er wird jetzt die ganze Zeit meine Genauigkeit senken, ne? Und critte mich, by the way, auch noch. Ich werde jetzt gleich safe meinen Luftschnitt missen. Wer hätte es nur gedacht? Und er trifft seinen Schlafpuder natürlich. Jawohl, ja geil. Cooles Spiel. Und er sieht meine Genauigkeit. Und noch ein Crit hinterher. Ja geil. Und der Luftschnitt trifft. Und das ist ein easy One-Hit, du Kackvieh. Gut. GG. Und damit haben wir den 5. Orden. Alter, war das eine schwere Geburt. Was kriege ich? Kraftteiler. Okay, das ist Garbage. Ah, nice. Wir fahren mit dem hier hoch. Da muss ich nicht alles zurücklaufen. Und
Ach ja, stimmt, ja, Matisse, also so heißt eigentlich der Rivale, Freund-Rivale, der sieht Turner so ein bisschen als seinen Schützling an, was ich ganz lustig finde. Jo, wisst ihr, was ich Bock habe, wenn wir hier Schwarz 2 durchgespielt haben? Da können wir es PBT machen. Habe ich richtig Bock zu. Hättet ihr Bock zu? Also mal im Stream oder so. Jo, da habe ich richtig Bock zu. Das machen wir. Das war nicht da oben, das war hier unten, ne? Okay. Da habe ich richtig, richtig Bock zu. Gibt es hier noch irgendwelche Items? Ah, Tatsache. Ein Heilpuder. Ah, hier können wir sogar schon lang gehen. Alter Fluchtweg. Den gehen wir mal lang. Und außerdem können wir uns ja dann natürlich auch noch einen Encounter holen. Ist das ein Trainer? Nö. Okay. Gut. Ah, Moment. Nein, 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 nein. Wir können uns hier keinen Pokémon holen. Das war close. Das war close. Aber der alte Fluchtweg ist der gleiche Weg. Ich schaue jetzt nochmal nach. Vielleicht hätte ich es vorher machen sollen. Aber ich glaube, es müsste... Alter Fluchtweg. Da müssten wir schon mal gewesen sein. Ja, da waren wir schon mal. Der ist von Stratos City aus. Kommt man da nämlich hin. Aha, okay, 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 okay. I see, I see, I see. Was gibt's hier? Ah, das ist der Kraftreserven-Typ gewesen. Ah, cool. Das ist gut zu wissen. Ah, hier ist der Attackenverlerner. Ist auch gut zu wissen. Und voller in Erinnerung, wenn wir Herzschirm haben. Die waren alle hier früher? Das ist ja richtig cool. Das ist richtig nice. Da wären wir. Mal das PVT war so cool. Das ist Cheren einfach. So, so nice. Müssen wir jetzt mitmachen? Bei einer Runde? Melde ich einfach am Empfang an, wenn du soweit bist. Okay, wir werden das jetzt gleich mal machen. Weil ich ja selber Lust zu habe. Aber ich glaube jetzt hier noch ein... Oh, nice, noch ein Ballenhelm. Den werde ich gleich so... Oh, hier sind ja noch mehr Leute. Was können die? Kombi-Attacke. Ah, Feuersäulen und so ein Stuff, ne? Okay. Und du kannst... Lohe-Kanonade. Ist ja nicht der Draco Meteor Boy oder so? Den hätte ich ganz gerne für... Okay. Hätte ich ganz gerne für mein Rayquaza. Ah, hier geht es sogar noch nach unten. Ah, da gibt es so viel zu entdecken, wo ich mich auch selber nicht mehr dran erinnere. Nice, Heiler, jawoll! Wo ich mich selber nicht mehr dran erinnere. Das ist super interessant. Genau, den zweiten Beulenhelm, den wir bekommen haben... Den würde ich tatsächlich ganz gerne auf Jonas packen. Wir haben da zwar den Kingstein, aber der hat halt Bedroher und da finde ich, ist der Ballenheim eigentlich schon ganz nice. Ich glaube, ansonsten gibt es hier nichts mehr Interessantes. Okay, wir möchten teilnehmen am Standardturnier. Ja, wir nehmen Yuki mit, wir nehmen Effern mit und Solari. Wir gehen ja einfach voll Offensive. Hier wird nicht... Okay, Leute, Akromas macht hier einfach mit. Interessant, interessant. Da, wir müssen den ersten natürlich direkt gegen Present. Krass, Akromas ist ja einfach am Start. Musste man das hier früher machen? Das PVT? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also, ne, hier zählt jetzt die Nuzlocke gerade nicht drin. Ich denke, das ist klar. Weil ich kann ja, glaube ich, auch meine Pokémon nicht heilen und so weiter. Und alle sind auf Level. Oh, no, Mammut, genau. Okay, guck mal, das ist sogar nur... Ja, für Hydro-Pumpe. Der ist einfach tot. Als ob der hier nur Level 25 ist, what the fuck? Snorlax. Warum hat der so ein krasses Team? Luftschnitt. Der ist ja immer noch nur Level 25. Ja, aber Nuzlocke regeln. Ich weiß nicht. Kann ich mal nicht. Ja, glaube ich nicht, dass ich die hier anmachen muss. Also. Nicht beim PVT. Nice. Und Cheren kam auch weiter. Jetzt ist er einfach gegen Cheren ran. Ja, ich glaube, man, also es ist halt safe so gescriptet, dass man am Ende gegen Akromas muss. Einfach nochmal den ersten Arena-Leiter machen. Jawohl. Ah, ich liebe das PVT. Ne, da hätte ich echt Bock zu, das PVT hier mit euch im Stream zu machen. Da bin ich schon, bin ich ein bisschen heiß drauf. Okay, wir gehen für Luftschnitt. Einfach alle 25. Die sind einfach so food.
Psyschock. Zack. Guck mal, er tankt es sogar. Und er geht sogar für Antikraft. Und es macht nichts. Psyschock. Und Razaf. Ja gut. Und Luftschnell. Tschüss. Hatte er damals auch einen Razaf? Nee, ich glaube nicht. Alter. Heftige Effekte. Also das würde ich dann natürlich auch ungespeedet und so spielen. Ne? Da würde ich so das volle Erlebnis. Ja, und da ist Akromas natürlich. Ah, das ist so cool. Das ist so nice. Ohne Witz, sowas wie das PVT, wenn das jetzt zurückkommen würde, wäre schon sick. Okay, Finale gegen Akromas. Es sieht auch so cool aus. Navi-Taub, oh mein Gott. Und Luftjet. Ja, geht erstmal daneben, das ist nicht so geil. Diesmal ist es zum Glück nur ein Navi-Taub. So, die Rachi. Man gehört sich ja sonst nichts, ne? Eine geile Hydro-Pumpe. Oh, Psychic. Spezialverteidigungsdrop ist okay. Und sein letztes Pokémon ist ein Knuddeluff. Ha, wenn die alle ein höheres Level gehabt hätten, werde das. Aus diesem Kampf konnte ich tatsächlich eine wissenschaftliche Erkenntnis gewinnen. Und zwar, wie ein Rayquaza aussieht. Und der Sieg geht an. Razor! Wusste ich es doch, deine Pokémon scheinen wirklich glücklich zu sein. Glücklich, die ihnen innewohnenden Fähigkeiten auch einsetzen zu können. Maria-Turnier, das war es, liebes Publikum. Freuen Sie sich schon auf das nächste spannende Turnier. Wir sind ein Star. Ein Gewinnpunkt, jawohl. Hey, komm schon, Leute. Wie wäre es mit ein bisschen mehr Einsatz? Beim Kampf müssen die Fetze fliegen. Ich werde euch die Flausen schon... Und jetzt kommen wir nach und nach einfach Arena-Leiter und das ist so cool. Das ist einfach nice. Ich glaube, hätte ich einfach nicht machen müssen. Ich glaube, ich hätte auch einfach so die Arena machen können. Einfach weitergehen können. Wobei, scheinbar doch nicht. Ich liebe die Musik von Akromas. Ist nicht notwendig, dass ihr eure Nasen in so gefährliche Angelegenheiten steckt. Es kann sein, dass er das Pokémon dabei hat, nachdem ich suche. Das will ich nur meiner kleinen Schwester. Ich gehe mit ihm. Ich muss ihn beschützen. Alles klar. Ich begreife das nicht. Das ist kein Mut. Das ist Torheit. Ihr sagt also, ein Trainer kann alles schaffen, solange er Pokémon an seiner Seite hat? Nein, nein. Das kann nicht sein. Alle Trainer und Pokémon sind doch durch Pokébälle miteinander verbunden. Wenn das, was du sagst, stimmt, würde das ja bedeuten, dass Vertrauen in seine Pokémon die Pokébälle überflüssig macht. Ja, ne? Dann gehen wir da mal nach unten. Hallo, wir können jetzt schon auf das Team Plasma-Schiff. Ich dachte, es kommt erst richtig spät. Muss ich meine Pokémon heilen? Nee. Ich pack mal Maxi nach vorne. Dann gehen wir da mal drauf. Ich glaube noch nicht, dass jetzt die heftige Story kommt. Ja, hier ist es jetzt super kalt, ne? Hat halt einen bestimmten Grund, weil hier... ich spoiler's mal nicht. Sind hier 50 Team Plasma-Leute und jetzt muss ich gegen ein paar Kämpfe kämpfen. Okay, dann machen wir das auf jeden Fall noch. Oh nein, ein Felino. Hilfe. Es will mich umbringen. Oh nein, es ist gestorben. Okay. Und du hast ein Schwalboss. Hilfe. Ist gar nicht so ungefährlich. Aber ich gehe mal einen Rodeoga raus, sollte eigentlich passen. Doppelteam, okay. Ich wollte ihm jetzt eigentlich eine Hydro-Pumpe ins Gesicht ballern. Aber ich glaube, daraus wird nichts. Aber hey, wird immer von Bäumenheim getroffen. Ich habe gar nicht über die Frage des Videos gesprochen, ne? Aber der Part ist gleich vorbei. Ja, schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob ihr irgendeinen Sport macht. Oh Gott. Ich krieg da immer so Schiss bei einer Situation. Okay. Kann ich jetzt einfach gehen? Ja, ne, war geil, ne? Tschüss. Ich weiß nicht, ob ich gleich noch kämpfen muss, deswegen will ich kurz meine Pokémon hochheilen. Beziehungsweise, Leute, ich glaube, das soll es heute erstmal für den Part gewesen sein. Mit einem heftigen Cliffhanger lasse ich euch hier erstmal stehen, weil Visa Present immer Cliffhanger sind die besten Hänger. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne eine positive Bewertung da. Das würde mich und den Kanal sehr, sehr unterstützen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.